Ja, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ich kann hier nicht vernünftig den Part starten, weil mich die ganze Zeit hier Monster angreifen wollen. Deswegen bin ich hier am Rumlaufen. Ja, in der letzten Folge sind wir in der Splitterdimension F1, was weiß ich, hier gelandet, wo ja ungefähr schon 8 Jahre vergangen sind. Oder wir 8 Jahre später in der. Oh. Aber wir müssen noch 120 zahlen, okay. Warum nicht? Ja, schon wieder nur 120, sehr schön. Okay, finde ich gut. Ja, wir sind in der Splitterdimension, wo ungefähr 8 Jahre schon weiter sind als in der Hauptdimension und Rowan ist angeblich in dieser Dimension schon gestorben und ja, wir müssen den letzten Weg weiterfinden und wir begeben uns deswegen an dem Todesort von Rowan, welcher sich an dem Epsilon-See befindet. Also da, wo wir Odin und so getroffen haben. Geil, wa? Guck mal, ja, wieder. War noch viele Binden. Sehr gut. Meine Güte, seid ihr stark. Are you alright, Al? Hey, come on, it's fine. Oh Mann. Mila wird niemals einen Platz in ihren Herzen haben. Also diese Mila. Wisst schon. Aha. So, gehen wir erstmal hier hin, weil da war ja eine Sackgasse. Auf das Risiko hin, dass da sowieso nicht Wertvolles ist, aber trotzdem muss er alles erkunden, okay? Wird auch schon wieder die letzte Aufnahme, die ich okay, die Chris wieder aufnehme an diesem Tag. Das bedeutet, ich habe nur 2 Aufnahmen heute gemacht, also 2x so 20 Minuten ungefähr. Je nachdem, wie lange das hier dauert, bis ich das hier alles erkundet habe. Ich habe das Gefühl, wir kommen heute nicht mehr zum Epsilon-See. Obwohl doch vielleicht. Oh nein. Oh Gott. Warum weiß er nicht? Ja, okay, wir müssen eigentlich schon heute noch zum Epsilon-See kommen, aber trotzdem. Viel passieren wird wir wahrscheinlich nicht mehr. Ja, nur 2 Aufnahmen heute, was ist mit mir los? Nee. Meine Katze zurückgekehrt. Nö. Da habe ich dir doch voll irgendwas eingeflößt hier, so Katzen. Minze oder was weiß ich, was ich da geschickt habe. Ganz kurz als Gedächtnis war noch 20 Minuten mehr jetzt. Nicht mal jetzt. So. Bei den Schatzungen ist ja meistens mal eine schöne Asche voller Geld drin. Deswegen lohnt sich das doch auf jeden Fall mal, erst abzugrasen. Giftiger Stachel, davon hatte ich noch gar keinen, okay. Sehr schön. Bestendung und zack. Wutsch. Erstmal noch mit ein bisschen Elementerz. Dann habe ich fast von jedem Charakter hier schon alles gelernt. Was man jedenfalls über Dinge lernen kann. Bei Alliumkugel. Man kann ja auch Sachen über Fähigkeiten, Bücher und so erlernen. Boah, 45. Wie man zum Beispiel hier von so Dingens bekommt von, also Ludger kann ja noch Sachen von den anderen Kollegen hier erlernen per Fertigkeitsbuch, wenn man die Beziehung voll aufbaut, ne? Was noch ein bisschen dauert bei einigen hier. Und ja, die anderen Charaktere, die kriegen ja auch Fähigkeiten, wenn sie, wenn ich meine Schulden abbezahle und dann im Briefkasten so Fähigkeitsbücher bekomme. Aber auch Arzt noch dabei sind irgendwann. Mal gucken. Ich hoffe doch. Also ich vermisse bis jetzt noch keinen Attacke aus dem ersten Teil. Deswegen glaube ich, dass jetzt entweder neue sein werden oder gar keine erlernt werden können dadurch. Fertigkeiten sind auch nett. Ich komme sowieso nicht dazu irgendwie
mit jedem Charakter irgendwie jede Fähigkeit irgendwann mal zu zeigen, weil ich nicht jeden Charakter steuere. Ich könnte es aber theoretisch. Ja, er hat Kolosseum, das kommt ja auch noch. Da werde ich wahrscheinlich sowieso mit jedem Charakter mal ein Kolosseum machen. Im Gegensatz zum ersten Teil werde ich dann aber nicht, weiß ich nicht, offscreen machen. Ich habe wahrscheinlich uns gemacht, auch wenn er bei neuen Charakteren verdammt lange dauern wird. Aber gerade weil es ja neun Charaktere sind, kann man ja ein bisschen mehr zeigen. Ne? Im letzten Teil waren ja nur sechs, deswegen. Ja. Yeah. Ja, jetzt haben wir in 6 Minuten schon fast hier alles erkundet. Gehst du weg? Wie sieht das mit so einer kleinen Höhle? Wir waren nicht hier, wo Jude und Mila im ersten Teil irgendwie drin waren in dieser Höhle. So ein bisschen klein. Ich dachte, die wäre größer gewesen. Also, hier war doch, glaube ich, mal ein Loch. Ne? Wo kommt der denn her? Den habe ich gar nicht gesehen. Was? Sehr gut. Stimmt, ja, ich habe Tiger Blade jetzt da. Du hast ja jetzt alle Attacken. Das heißt, wie viele Attacken hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4. Oh, dann bleibt da sogar eine übrig. Ne? Aber einen muss ich da noch verteilen irgendwie. So Schneider habe ich, glaube ich, weggemacht. Ne? Energiefesseln, bleib ich da. So Schneider. Wenn ich überall over tap, hallo. Zeit des Integration habe ich auch. Donnergrollen, Energiefesseln. Mondlichtangriff, 1000 Schwerter. Hm. Hab ich auch Mondlichtangriff. Himmelangriff, Pirschen auf Phoenix. Einen habe ich irgendwie nicht gesetzt, habe ich das Gefühl. Welchen denn? So schneiden die Mondzahn. Wir haben einen Angriff. Fallener Schnee, 1000 Schwerter. Mondlichtangriff. So schneiden Mondzahn. War keine Ahnung, mach irgendeinen, ja. Dass ich hier blutroter Zorn. Das war sogar richtig, glaube ich. Ja. Er hat es nirgendwo. So, damit auch überall was eingesetzt wird jetzt. Und manchmal drückt hier einige Kombinationen mit meinem Analog und passiert gar nichts. Also habe ich bei einigen noch nichts gesetzt. Was blöd ist. Weil ob ich halt auswendig kann irgendwann. Da sind schon andere Victory Quotes in der echten Mila. Entschuldigung, L. Oh Mann. Verband. Goldenes Froschei. Die sind leider nicht so viel wert. Habe ich mich irgendwie voll gefreut, als ich da Goldenes Froschei gelesen habe. Oh, die sind nicht so viel wert. Genau, der Katze. Fenmont. Fenmont, ja. Was? Wie viel? Noch 2 Stück? Okay. Und ich muss man davon einige nicht. Okay, ich habe irgendwie so Gefühl, ich kann nur eine da finden, aber wahrscheinlich muss ich die anderen beiden nur suchen. Ja. Nicht gut. Bald muss ich auch gar kein Element erstmal sammeln. Alle alles hier gelernt haben. Perallium-Kugel. Das ist ja voll traurig. Wie viel Zeit ich schon offscreen verballert habe wegen den ganzen Fähigkeiten. Irgendwie traurig. Wie gesagt, ich habe ja schon Let's Player gesehen, die haben das Spiel dann vor ein paar Monaten nur so erledigt. So 70 Parts oder irgendwie so. Und ich bin jetzt bei Part 90. Oder 93, irgendwas. 94 ist das. Schmermähne.
Egal, habe ich mehr vom Spiel. Ich mache das halt ein bisschen langsamer und vielleicht ist meins ja auch ein bisschen detaillierter. Das würde mich beruhigen. Zack. Fertigkeit erlernt, sehr gut. Was denn? Antimagie, achso, ja. An dir werden keine Art Wirkung zeigen, dazu zählen sowohl offensive als auch defensive Art. Wenn ich gerne so Taumelangriff vermeiden bei Fähigkeiten. Da muss ich ein paar Gegner schnetzeln auf Screen, wenn ich mehr FP bekomme. Ich bin voll vielen von diesen Silberbakuras irgendwie begegnet, diese Dinger, diese Quadrate. Da geht ein bisschen schnell mit den FP lernen hier, mit den Alliumkugeln. Elementerzfarm. Irgendwie keine Ahnung, Mila hat, nachdem ich irgendwie 15 oder so von denen erledigt hatte, insgesamt noch plus 7 FP bekommen. Ey, das war richtig heftig. Ja. Und diesen normalen Bakurs muss ich auch noch einführen, dann kriegt Ludger auch ein paar FP. Aber am Ende muss man jedes Viech immer so ungefähr 150 Mal erledigen. Das ist auch voll kacke. Mich dann wieder FP Bonus da ausfällt, stimmt, so ein FP. Ich bin noch nicht mal bei irgendeinem Monster halbwegs so nah dran. Ich könnte mal in den allerersten Dingen hier, in der allererste Gegend gehen, ja, Lästhöhenstraße oder so. Da kann ich ein paar Gegner schnetzeln, die gehen schnell kaputt und ja, ich level auch nicht so hart bei denen auf, also ja. So einen riesigen Unterschied macht dann nicht. Ja, Waffenzeit mal. Spawn mal, danke. Großes Zepter. Alles Sachen, die keiner von uns hier gerade mitnehmen kann. Kreuz des Südens, Rundschwerter. Feuerspeier, Rundschmetterer. Ausgewogene Klinge. Okay. Na gut, Rüstung, ach, brauche ich nicht. Will Geld sparen. Erstmal. So, dann gehen wir mal zum Ding als Element Erz. Nur so nebenbei. Das war's wert. So. Dann zum Epsilon-See. Da müssten wir wohin überhaupt? Nach Marksburg, genau. Voller Umweg. Sonst können wir irgendwie nirgendwo hin in der Splitterdimension. Aber jetzt hier nach Olympios, ne, das können wir. Murdered, huh? Just what happened in this world? Verdammt. Das müssen wir wohin? War mit dem Zug nach der Hellen. Meine Güte. Wäre es ja nicht als suchen, hallo, das wird doch ewig dauern. Nicht, dass ich hier irgendwas verpassen werde. Hey. Ist das nicht ein Geisterfossil oder irgendwie sowas? Anstupsen, streicheln. What? It's a Spyrite. Ja, Spyrite, genau. Excuse me, but is that a Spyrite? Huh? Yeah, what else would it be? Does it ever, you know, lose control of itself? Good heavens, no. I mean, he gets into trouble once in a while, but he's a good little Spyrite. Where might we learn more about Spyrite technology? Well, you could try the Spurious Corporation, I guess, but I doubt they'll tell you anything worthwhile. It's not really in their interest to spill any secrets. They have a total monopoly on the Spyrite market. Spyrite technology is everywhere in this world. Perhaps the Jude of this dimension could tell us the secret to making Spyrite technology. Ja, genau. Lass zwei Judes aufeinandertreffen, das wird bestimmt gut gehen. Have you ever heard the name Jude Mathis? Sure, in school. He's the guy who brought Spyrite technology to the masses. How about that, Jude? Shame how he died, though.
It's been a few years, but I still remember all the news stories about that mass murder. Wahrscheinlich sind alle Charaktere tot, ne? Wait, I'm dead too? Clearly, we need to get to this Lake Epsilla. It's turning out to be quite the crime scene. Wahrscheinlich sind Elvin, Elise und Leia und ja, sind doch alle, ne? Leia, ja, Mila, ja, ist klar. So, und Spyride. Sind wahrscheinlich alle irgendwie tot oder so. Für Ludger auch. Realismus und Realität und Gaius und Muse. Lass ihn in Ruhe, er ist tot. Jules Aufmerksamkeit erregen. Wieder kannst du etwas tun? Very well. Jude. Huh? Oh, sorry. I was just thinking about something. You should stop. That line of thought won't lead you to the answers you seek. Huh? What did you think I was thinking about? About whether the profusion of Spyrites was connected to your murder. Yeah. If they're unrelated, then that's that. Even if they are, that's a path you mustn't choose. But what if it's my death that leads to Spyrites replacing Spyrex technology? Don't talk like that. Sure, it would be cute to have those weird little things everywhere, but I'd rather have you. Das klang sehr nett. Do you understand now why you can't choose that option? Because I need to be around to bring about the future we all yearn for. You won't be there to do it yourself. Ja. Warum nicht? Ach, Mila wird doch bestimmt auch irgendwie hier bleiben, hallo? Er hat ja wieder offen, irgendwie. Soll, bin ich gerade über den, bin ich gerade durch den durchgelaufen, durch dieses Ding? Ah, hier muss man doch einen Zug nehmen, ne? Ja. So, lass mich raten, jetzt erfahren wir, dass Elvin gestorben ist oder so. Weil ach nee, wir sind nach Drell, nicht nach Dubai. Oder? So. So, wer ist jetzt gestorben? My body is ready. Na los. Dann da kommt der nächste, ne? Nature seems to be bouncing back. Jude. Ihr beide versteht euch wirklich gut, was? Mila freut sich wohl auch über deinen Erfolg. Ja. Ja, mehr nicht. This is simply the way Jude is. Please try and understand. Wait, you found something strange in Lake Epsilla? While I was fishing, I reeled it in by accident. Wait a minute. I know that thing. This is the stuffed animal the governor of Sherrilton asked us to look for. Right. Apparently it was that poor little girl's most prized possession. Why did it show up now? Nein. She's been dead for years. They never did find the killer, you know. Damn thing's probably cursed. Tipo? Which means the murdered girl was none other than... Nein. Elise. What in the world happened at that lake? Let's make haste for Lake Epsilla. The culprit must be long gone, but perhaps we can obtain some more information about the deed. Lake. Es erinnert mich irgendwie an das, was Odin gesagt hat. So it is possible. We can make a world free of Spyrex. I suppose you could say this is an ideal future, in that one sense at least. Der hat doch gesagt, das wow, ist ja voll die blühende Natur. Aber kocht am besten. Drellin's so full of restaurants.
The entire city smelled fantastic. Hmm. Just thinking about it makes my stomach growl. Really? At a time like this? Clearly, all that time in the Abyss did nothing to steady your metabolism. Oh, food is the fundamental building block of life, Jude. And you can't fight on an empty stomach. Everyone's talking about food, and now I'm hungry. As am I. When do you imagine we'll be eating? Your cooking has them all eating out of your hand, Luger. Indeed. Although I understand that El's father is quite the cook in his own right. He sure is. He's the best cook I've ever met in my life. Defeating Luger in the kitchen is no easy feat. I hope I get the opportunity to try his cooking one day. Well, if you're that eager, when I see him again, I'll ask him for you. Maybe he'll take pity on everyone and cook for all of you. I certainly hope he does. Well, that would be most generous of him. Slaves to your appetites. The whole lot of you. Meine Katze ist zurückgekehrt, sehr schön. Mondlich, Bourbon und Duval. Was? Okay, ich habe so ein Gefühl, ich muss eine so noch finden. Oder zwei. Ah. Ja gut, ich würde sagen, ich mache hier wieder Feierabend. Sonst kommt hier noch eine Szene. Nein, okay. Blühende Natur. Das erinnerte mich irgendwie an das, was Odin gesagt hat, dass schon andere Versionen, in denen seine Zeit gekommen sind und er sie umgebracht hat. Vielleicht war es ja hier auch irgendwie so, dass die Leute aus einer anderen Splitterdimension in eine andere Splitterdimension, also in diese hier gekommen sind, dann gestorben sind. Weil die waren ja wieder in einer ganz anderen Splitterdimension. Das ist voll komplex. Ich muss erstmal speichern und das verarbeiten. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier, auch wenn das wieder ein bisschen kurz ist. Tut mir leid, am Wochenende wird wieder fleißiger aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.